You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Xiaomi hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary hier auf meinem Waffenkrieger. Talente sind nach wie vor die gleiche wie auch beim letzten Mal schon. Wir spielen wieder mit Aggressionsmanagement. Und Macht der Titanen, wobei habe ich Macht der Titanen letztes Mal schon benutzt? Ich weiß nicht, ich finde sie in der Arena ziemlich geil zurzeit. Ja, wobei, tödliche Gelassenheit ist auch nicht so bad. Und hier, glaube ich, sind wir auch gleich an. Nach wie vor Klinge schärfen, oberster Befehlshaber. Einfach, weil ich den zusätzlichen Survival ziemlich mag. Und jetzt schauen wir einfach mal hier runter Richtung Mine, was hier los ist. Hier haben wir zwei, wie es aussieht. Dann haben wir uns gleich mal den Berserker hier gönnen. Der Schurke geht hier gleich mal Stealth. Wird höchstwahrscheinlich hier mich zappen. Schauen wir, ob wir ihn finden irgendwo. Da haben wir ihn schon. Bladestorm war ein bisschen gewastet, aber hilft halt nicht. Ziehen wir gleich mal alles. Kidney Shot. Ich ziehe mal nichts. Schauen wir. Gehealt werde ich eh. So, jetzt gehen wir Parry. Jetzt hat er alles auf mir drauf. Jetzt können wir den ganzen Schaden verringern, den er mir hier drückt. Hoffentlich. Vielleicht kommen wir nochmal an ihn ran. Gehen wir nochmal Death Stance. Machen wir nochmal Shout. Dann können wir hier mal kurz zumindest den Magier wegfieren, wenn ich rankomme. Fuck. Ich dachte, ich komme irgendwie an die Mage noch ran, aber mein 4 ging irgendwie nicht los. Egal, probieren wir nochmal, falls sich meine Stimme irgendwie komisch anhört oder sonst irgendwas. Ich bin irgendwie ein bisschen krank. Ich habe schon, wie im Livestream, schon die ganze Zeit rumgejammert, dass ich Halsschmerzen habe ein bisschen. Aber egal, das schaffe ich schon. Wird schon wieder besser werden die Woche. Schauen wir mal, ob wir irgendwo anders was reißen können. Chasing lebt noch. Nein, Chasing stirbt. Okay, er ist tot. Das heißt, wir haben nur zwei Basen, aber von oben ist vorher einer runtergesprungen. Das heißt, wir könnten vielleicht... Wir sollen auf jeden Fall mal kurz Hof deffen, weil die spawnen noch nirgendwo. Das heißt, wenn die hier sterben, spawnen die komplett hinten, können also das Sägewerk normalerweise auch nicht halten. Wir könnten also eigentlich direkt zum Sägewerk hochgehen, weil unser Respawn müsste das eigentlich verteidigen können. Hier ist nur ein Jäger. Merkt er mich? Ja, der merkt mich. Scheiße. Egal, chargen wir den einfach mal an. Slow den gleich hier weg. Dann stunne mich hier gleich wieder. Der hat allerdings einen Heal-Monk da hinten. Dann schauen wir, ob wir ein bisschen Schaden reinkriegen in ihn. Na, Magier ist schon wieder hier. Dann werde ich hier erstmal getrappt. Können wir kurz... Ups, das war ein bisschen zu weit gesprungen. Das war ein bisschen zu großzügig durch die Gegend gesprungen. Hier ist leider immer noch der Heal-Mönch. Ich glaube, ich habe hier nicht wirklich eine Überlebenschance gerade. Wobei, jetzt werde ich geheilt. Maybe. Wenn ich gerade an den Heal-Monk... Ich komme halt nirgends gerade ran. Ich werde hier von zwei Ranges und dem Heal-Monk durch die Gegend gekitet, wie keine Ahnung was. Laufen wir mal zu unseren Leuten zurück. Chargen wir den hier mal kurzerhand an. Damit wir hier mal aus der Action rauskommen. Halbwegs zumindest. Und dann würde ich mir gern den Heal-Monk gönnen. Aber der steht halt so weit weg, da komme ich nie im Leben irgendwie ran. Wobei, Rocket Boots? Nein, Rocket Boots failen. Das sieht man hier in dem Debuff. Jetzt kriege ich extremen Schaden rein. War nicht so schlau, was ich hier gerade mache. Dann slower den nochmal. Jetzt kriegt der Heal Reduce, falls der Heal Monk nochmal healen möchte. So, tot ist er. Und dann werden wir uns hier versuchen, den zu gönnen, wenn es sich ausgeht. Nein, ich werde hier recharged. Werde hier gleich geslowed. Ach, das ist der Charge Slow vom Fury. Und ich gehe hier drauf, wie es aussieht. Lieb mal hier mal weg. Schauen wir, ob er mich chased. Natürlich chased er mich. So kriegen wir ihn hier ein bisschen weiter in unseren Zerg rein. Und wenn ich jetzt noch gegengeheilt werde, dann geht es sich sogar aus, dass wir den hier down kriegen. Können wir die Klinge schärfen, dann kriegt er fast keine Heilung mehr. Weil er healt sich eigentlich eh gerade nur selber. Versucht hier an unseren Heal-Monk ran. Slowen wir ihn hier, jetzt springt er einfach weg. Okay, der verpisst sich komplett. Der Mönch ist hier ein bisschen auf sich alleine gestellt, gerade wie es aussieht. Vielleicht kriegen wir hier ein bisschen Schaden rein. Ich bin noch nicht ganz drin, ich habe mir eine neue Maus gekauft. Ich verdrücke mich dauernd irgendwie. So, jetzt haben wir Klinge schärfen, ready. Das heißt, Heilung kriegt er momentan fast keine mehr. Stunt uns hier allerdings. Können ihn hier nochmal. Er versucht sich hier hochzuheilen. Noch kriegt er keine Heilung. Und er ist tot. Oder was heißt keine Heilung? Er kriegt so gut wie keine Heilung. Wir haben nach wie vor nur zwei Base. Das Problem ist, dass sie jetzt auch schon oben spawnen. Und wir kommen hier einfach nicht aus dem Zerg weg gerade. Sehen ihn nochmal im Stun. Dann werden wir uns den Magier hier oben mal anchargen. Wobei, das war ein Fehler. Okay, das war definitiv ein Fehler. Ach, da waren noch zwei jetzt unten. Okay. Das war ein bisschen Fail von mir. Ich hätte da nicht so weit reingehen sollen. Wir können versuchen, dass wir irgendwo eine andere Base kriegen. Aber wenn ich alleine irgendwo inke, dann macht es halt keinen Sinn als Krieger. Weil wir müssen anscheinend Schmiede verteidigen, nachdem da alle rumlaufen. Gehe ich mal von aus. Ich schätze mal, der Schurke ist da unten irgendwo. Wir könnten einfach reinleben. Können einfach mal reinleben. Einfach mal Bladestorm.
Schauen wir mal. Ja, da ist er schon. Jetzt habe ich leider nichts ready. Da kommt auch schon alles von ihm. Jetzt können wir schauen, dass wir ein bisschen Damage reinbringen. Er haut auch gleich Parry und alles rein. Wir können vieren, einfach nur, damit er Insi zieht. Macht das? Ja, er zieht die Insi. Das heißt, wenn irgendwer einen Stun hat, wie der Bär hier gerade, dann hätten wir ziemlich große Chance, dass wir ihn hier killen könnten. Vor allem, der stickt die ganze Zeit so hart an mir, das gibt's gar nicht mehr. Versuche hier ein bisschen wegzukommen. Nein, der geht hier wieder Stealth, wie es aussieht. Können wir kurz rechargen. Ich komme leider nicht aus dem Slow raus. Keine Chance gerade. Und ich habe nichts, um hier noch irgendwie weiter zu überleben. Außer, dass ich hier ein bisschen Schaden reinpumpe in ihn. Und da haben wir ihn. Wunderbar. Der wird höchstwahrscheinlich gleich mal respawnen. Tap der Bär, please. Jetzt er. Das Problem ist, der hat sicher nochmal einen Respawn. Der ist wahrscheinlich überlucky, oder? Nee. Okay, scheint Deadback gespawnt zu sein. Das heißt, wir haben drei Basen. Unser Support kommt auch schon runter. Wir verlieren allerdings eine andere Base. Wo sterben die hier gerade alle? Ich glaube, die sterben gerade alle an Hof weg. Wenn der Bärentank unten bleibt, Schurke hat keine Chance gegen Bärentank. Den kriegt er never down, vor allem nicht, wenn der Warlock auch noch unten stehen bleibt. Das heißt, Ninja Cap ist keiner mehr drin und unser Zerg ist wo gestorben? Ach, auf der Rampe hier drüben. Okay. Ah, die splitten komplett. Okay, das macht keinen Sinn, was die Allianz hier gerade vorhat. In etwa so viel Sinn wie das, was wir gerade vorher gemacht haben. Chasing, so heile er mich. Ich bin fast tot. Magier. Magier versucht sich zu verpissen. Wir können schauen, weil die sind alle da drüben halbwegs, dass wir den Zerg hier gleich so gut es geht auflösen. Wir können hier Bladestorm nutzen, einfach nur, um aus dem Root rauszukommen. Können hier nochmal rechargen, Dragon's Breath, Insignia und dann executen wir ihn tot. Oder auch nicht. Er versucht sich hier nochmal zu verbissen, hat aber noch Krautoreis. Das heißt, ihn reißt noch ordentlich runter. Inken kann er also nicht so schnell irgendwo. Gönnt ihn hier mal slowen. Der viert uns hier kurzerhand. Da vier mal gleich gegen. Vor allem, weil der hier auf... vier mal nochmal. Okay, er hat noch Ding. Dann slowen wir ihn, damit er nicht unseren Heiler gleich zerreißt. Er nutzt sogar Bladestorm, um rauszukommen. Ich bin hier leider gerade getrappt. Können wir nochmal Heiler supporten. Okay, das hat nicht mehr viel gebracht. What the fuck laber ich gerade. Dann werden wir gleich wieder auf den Magier hier gehen. Versucht hier gleich wieder wegzublinken. Double Blink. Das heißt, momentan komme ich gerade nicht ran. Er hat aber jetzt nichts mehr an Mobility. Okay, jetzt hat er sich eingesperrt. Death City hat auch keinen mehr. Also vielleicht Eisblock. Der ist tot. Ich habe keine Ahnung, wie es der Tank-Druide geschafft hat zu sterben. Das kann nicht nur der Schurke gewesen sein. Aber wir wären eigentlich noch drei Leute da unten. Wobei der Warlock ist auch gerade gestorben. Der Priester. Er scheint ein... Okay, ein Demon Hunter ist unten. Debuff vom Warrior hat er drauf. Da scheint ordentlich was unten zu sein. Naja, der Schurke ist auch unten. Okay, keine Chance, das zu halten. Nee, komplett zerrissen worden. Ach ja, wir bräuchten irgendeine Basis. Aber da wir jetzt gerade nichts mehr. Da sind... Oder? Warte mal. Was machen die zwei hier? Wenn die zwei runtergehen, dann hätten wir vielleicht eine Chance. Er hier auch noch. So, dreh halt um. Wir sind hier fünf Leute. Wir könnten wohl reingehen gegen ein paar Allianz-Spieler. Wir können den hier schon mal wegslauen. Es war klar, dass er das macht. Können hier aber noch ordentlich reindamagen, bevor er ganz unten ankommt. So viele sind das, ne? Da haben wir eine Chance. Healmonk. Ich kann den Healmonk gerade rankommen. Können wir den hier mal slauen? Nein, ich wurde direkt wieder gestunt. Jetzt sind wir dran. Wir können hier einfach mal reinfieren, die restlichen. Und jetzt damagen wir hier mal den Healmonk ordentlich rein. Ich schätze mal, dass er noch Kokon hat. Ja, da ist es schon. Ich habe leider schon wieder nichts an Mobility, um ranzukommen. Ich kann hier ein bisschen Bladestorm gerade. Eventuell beide hier zu damagen. Dann kicken wir den Healmonk hier inline. Dann kriegt er gleich nochmal Heal-Videos drauf. Und da stirbt auch schon weg. Und jetzt... Der stickt an mir, glaube ich. Ja, der stickt an mir. Den slowen wir hier gleich mal. Ich glaube, ich habe Siegesrausch, oder? Ne, doch nicht. Okay, ich dachte gerade irgendwie, ich habe Siegesrausch. Aber wir sind nach wie vor noch genug Leute, wenn die schnell runtergehen. Der Schurke, glaube ich, tappt. Das heißt, es könnte sich ausgehen. Unser Healer ist allerdings auch down. Den hat der andere Schurke zerrissen. Vielleicht haben wir Luck und wir haben vorher respawnen. Wir haben den Tap durchbekommen. Nice. Aber ich glaube, das können wir nicht lange halten. Vor allem, unser Schurke wird schon vom anderen attackiert. Ich würde hier gerne schnell runter. Der hat natürlich schon wieder entrinnen. So. Gehen wir gleich runter. Chargen den an. Slowen ihn weg, damit er sich nicht mehr verpisst hier. Dann schauen, dass wir die gleich komplett zerstören hier, damit hier nichts mehr... Was ist das? Okay, der hat gerade kein Damage mehr bekommen. Warlock inkt auch schon wieder. Jetzt tryharden sie hier. Die wollen unbedingt diese Base hier unten, warum auch immer.
Dann ziehe ich gleich mal alles. Ich verliere gerade überhaupt meine Übersicht. Wie jetzt kommt es mir erst? Warum sind meine Dinge schon wieder ausgeschalten? Wie gibt es das, dass meine... Diese Health-Anzeige immer ausgeschalten wird? Deswegen war ich gerade mega verwirrt, wo der Gegner jetzt ist. Dann gibt es ordentlich Damage für den guten Hunter hier. Haben wir was ready, wobei da ist schon Shell drinnen. Gut, können wir eigentlich an ihm bleiben. Shell läuft gleich aus. Können wir ihn hier gleich wieder slowen. Wird wahrscheinlich Backjump machen. Können wir rechargen, wieder slowen. Dann können wir nochmal einen kleinen CD ziehen. Unser kochendes Blut. Und dann sollten wir ihn eigentlich mit unserem kleinen Charge-Talent hier killen können. Weil mit jedem Execute chargen wir. Und jetzt haben sie mich ein bisschen ausgespielt. Und dementsprechend geht der Tap auch schon durch. Können hier gleich mal reinstormen ordentlich. Können hier nochmal vieren. Alles weggefeiert. Wobei, jetzt habe ich keine Chance mehr. Ja, die haben uns gerade ein bisschen verarscht. Die haben uns in der Zwischenzeit auch schon den Hof geklaut. Ich verstehe nicht, wir waren gerade zwei Leute hier unten, wie die so schnell gestorben sind. Ich wollte eigentlich noch den Hunter finishen. Verdammt. Ich glaube, das sieht mir nicht mehr nach einem Win aus. Wir müssen halt langsam mal irgendwie ein paar Basen halten können. Wobei, das sollten wir kriegen. Das sind alle von uns. Das gibt's nicht, dass wir das jetzt nicht kriegen. Wir könnten eventuell Säge einnehmen, wenn die wirklich gerade hier versucht haben zu inken. Nee, okay, das ist schon zu spät. Ich verstehe halt nicht, wie das überhaupt schon komplett fertig war. Dass das komplett durchgetappt war halt. Ich habe das nicht mal mitbekommen, muss ich ehrlich sagen, dass wir in der Zwischenzeit Hof verloren haben. Wir können natürlich hochgehen zur Säge. Es wird uns allerdings nicht viel bringen, weil der Respawn natürlich bei Säge oben ist. Das heißt, das macht nicht wirklich viel Sinn. Wir könnten einfach mal durchrennen hier. Weil hier deft hinten nämlich gar keiner. Doch, da ist ein Eulchen und ein Priesterchen im Stealth. Ein Priesterchen verringern wir jetzt gleich mal die Heilung bis zum geht nicht mehr. Der zieht jetzt einfach Insignia, obwohl er nicht mal im Stun war. Und ich bin out of range. Okay. Das sah mir nicht nach out of range an. Aus. Hey Mann, ich kann halt überhaupt nicht reden. Das liegt aber nicht an der Krankheit. Ich würde gerne weiter reingehen. Nice, dankeschön. Dann können wir den die Tod exekuten. Der Magier kommt ja auch noch rein. Wir könnten einfach tappen. Die Eule gibt hier wirklich gar nichts mehr. Die scheint sich hier nicht zu bemühen. Die versucht sich hier zu heilen. Sie hat aber eigentlich gerade den Heal Reduce drauf. Das heißt, viel Heilung kriegt sie hier nicht. Dann ist die auch schon tot. Dann bräuchte nur einer tappen gehen jetzt. Please. Ich bräuchte Heilung, aber ich habe nichts bereit gerade. Ich könnte mal den Shout machen. Dann bin ich tot, weil mich der Fury execute. Es versucht halt keiner irgendwie die Base zu tappen. Da war halt nur noch der Magier gerade da, aber jetzt war halt schon wieder Respawn. Wir deffen anscheinend schon wieder alle die Schmiede. Gegen niemanden. Interesting. Warum geben die Leute immer so früh auf, Mann? Ist halt noch nicht mal annähernd verloren, aber egal. Dann geben wir uns hier mal One-on-one gegen den. Das war klar, dass er mich double stunt. Die Ermächtigung stunnen wir ihm hier gleich mal. Dann slowen wir ihn nochmal weg. Dann will er hier gleich nochmal. Jetzt will er uns ordentlich damagen, weil diese Ermächtigung, oder diese Ermächtigung, sorry, dieses andere Talent, wie heißt es nochmal? Das mit dem Schädel, die Artefakt, das Artefaktwaffentalent. Schauen wir, ob er noch irgendwas wirkt. Nein. Okay. Ich dachte, der Mönch used noch irgendwas. Verringern wir hier nochmal seine Heilung. Der ist im Stunlock gerade. Können wir nochmal executen. Können wir gleich runtergehen. Dann schauen wir uns an, was ist der Schurke hier noch? Ich gehe einfach tappen jetzt. Wobei, nein. Natürlich ist der Respawn schon wieder hier. Können den hier gleich wieder kicken. Der Healmonk sollte auch eigentlich schon wieder hier stehen gleich. Okay, zumindest bevor wir alles andere down haben. Momentan ist der Damage-Output von allen Klassen halt irgendwie so niedrig, dass halt 500 mal der Spawn durchgeht, bevor du hier irgendwas hast. Können hier nochmal Bladestorm, nur um ranzukommen. Dann executen wir den hier gleich. Der Healer ist noch nicht da. Ich hätte nochmal einen Siegesrausch, aber ich komme hier wahrscheinlich nicht mehr aus dem Stun, nein. Ha, ja. Bei uns sind schon wieder alle drüben hier. Ich verstehe das nicht. Da inken zwei Spieler, jeder geht verteidigen, obwohl wir nur zwei Basen haben. Wir sollten irgendwie nach oben gehen, wieder mal. Wenn wir noch schnell einen Tap machen, okay, jetzt bräuchten wir schon zwei Taps, damit es sich noch ausgeht. Aber wir können nochmal versuchen, schnell nach oben zu laufen. Schauen wir einfach mal, ob das was wird. Den slowen wir hier weg.
Und dann gehen wir einfach mal durch. Ah, hier dürfen wir auch noch zwei. Wie gibt's das denn? Die sind ein bisschen in der Überzahl hier oben. Okay, ich habe keine Chance mehr. Ich kann nochmal shouten. Können den Krieger nochmal slowen? Vielleicht. Kann ich hier nochmal wegfliegen? Wenn ich irgendwo einen Heiler finde, sonst verblute ich nämlich jetzt. Ne, ich gehe einfach drauf. Oder? BG? Nein. War das entzünden? Nein, das waren die Vögel zum Abschluss. Entzünden hat mir den Rest gegeben. Feels fucking amazing. Egal, das wird wohl nichts mehr in dem BG. Schade eigentlich. Wir hätten irgendwie das Ganze noch reißen können. Wir haben so oft einen Tap durchgebracht, aber nie geschafft, die Base zu verteidigen. Geiles BG auf jeden Fall. 7 Tode? Echt, ich bin 7-mal gestorben. Mir kam es irgendwie vor wie 4-mal. Egal. Nichtsdestotrotz, geiles BG. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, dann wie immer ab damit und in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.